Kann ich kurz mit dir reden? Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht morgen mit mir ins Kino gehen möchtest. Geht nicht. Ich habe eine Idee für ein neues Kleid. Da muss ich unbedingt dran arbeiten. Man kann nur zu weit gehen für seine Träume. Was? Nichts. Wie lange willst du eigentlich noch den falschen Baum anbellen? Sophie will nicht mit dir gehen. Versteh das endlich. Ist ja nicht mehr mit anzusehen, wenn du dich zum Affen machst. So, das wollen wir doch mal sehen. So ein armer Spüler auch noch Probleme machen, was? Warten Sie! Bitte! Er meint das nicht so. Er macht das nur für seinen Vater. Ich hab dich nicht gebeten, mitzukommen. Du brauchst gar nicht so zickig zu sein. Ich will dir nur helfen. Sorry, aber wenn mein Vater echt Mist gebaut hat, dann streiten meine Eltern nur noch. Was ist, wenn sie sich scheiden lassen? Ja, dann bleib doch. Ich mach mir solche Sorgen um ihn. Du, ich muss zu Rasmus. Immer Rasmus. Kannst nicht einmal 5 Minuten bei mir bleiben? Ich bin auch deine Freundin. Nie hast du Zeit für mich. Morgen, versprochen. Mach dir nicht solche Sorgen. Tschüss, Temba. Temba? Temba! Mann, wo bist du denn? Ich brauche irgendein Zeichen. Gott sei Dank. Ruf die Polizei. Aleke wollte mich nach Afrika schicken. Ich mach dich erstmal hier los. Mach schnell, er kommt bestimmt gleich zurück. Ja, ja, herzlich so. Könntest du auch mal Danke sagen? Die Kiste steht hinten. Hau ab, schnell! Schnell! Weil ich lasse dich nicht allein. Los jetzt! Rüber da! In die Kiste da. Alle beide. Rüber da! Rüber da! In die Kiste. Beide in die Kiste rein. Ihr sollt in die Kiste, habe ich gesagt. Da ist Platz für beide. Waffe fallen lassen! Sophie! Nimm erst den sicheren, Schätzchen. Stell den Feuerlöscher ab und geh zu den beiden. Du sollst das Ding wegstellen und zu den beiden. Ich hab gesagt, du sollst das Ding wegstellen. Und rübergehen, habe ich gesagt. Timba! Timba! Mama! Oh. Ich bin so froh, dass hier nichts passiert ist. Oh Gott. Sophie, gut gemacht. Ich bin froh, dass du nicht Mathe schreiben musstest. Ich hab's total verloren. Sorry. Das tut man nicht alles für seine Freunde. Sie hat sich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt für dich. Was tut man nicht alles für seine Freunde? Du meinst, nur befreundet, mehr nicht? Hey, was heißt hier nur? Sophies Gezicke nervt echt. Zuerst ihr Modefimmel und jetzt das dauernde Gestiche gegen dich und Rasmus. Stört dich das nicht? Schon, aber irgendwie tut sie mir leid. Wenn sie sich selbst verlieben würde, würde sie uns verstehen. Genau, Sophie braucht einen Freund. Am besten wäre es, wenn sie sich in Temba verlieben würde. Der ist ja immer noch total verknallt in sie, obwohl er sich nichts anmerken lässt. Aber Sophie will ja nicht. Der Arme. Der muss eben andere Jungs kennenlernen. Aber wo? In der Schule springt sie auf keinen an. Ich hab's, wir machen ein Casting für ein Filmprojekt in der Schule. Und wir suchen jemanden für die männliche Hauptrolle. Und wie? Über Schülerconnect. Wir schreiben eine super romantische Szene. Und Sophie muss sie mit allen Kandidaten spielen. Und du glaubst, bei sowas verliebt sie sich? Wenn nicht, dann ist ihr nicht mehr zu helfen. Und Timba laden wir auch ein. Vergiss es. Das hat doch eh keinen Zweck. Okay. Auf jeden Fall nehmen wir nur super süße Jungen. Ich weiß nicht. Du reagierst manchmal ganz schön gereizt auf Lina und Rasmus. Die tun wie Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Vor allem Nina, das nervt. Aber
Aber wieso nimmst du das denn so persönlich? Tue ich doch gar nicht. Nein? Mir kommt es so vor, als wärst du so empfindlich, weil dich das verunsichert. Verunsichert? Naja, in deiner Entscheidung, dass du keinen Freund willst. Ich hab doch einen guten Freund. Dich. Hier hast du verloren. Oh, danke. Ist was? Was? Nein, nichts. Was bei mir in der Schule läuft, kriegt ihr ja sowieso niemand. Wenigstens Lina hilft mir ein bisschen. Sie sollte auch bei der Casting-Szene mitspielen mit den Bewerbern. Aber jetzt? Wieso? Was ist denn? Total erkältet. Mit dem Husten geht das natürlich nicht. Und die Kandidaten warten unten schon. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Außer ich vergesse es niemals. Ach, komm schon, Sophie. Lass nur, geht ja eh nur um die kleine Schwester. Ist doch keine große Sache, Sophie. Eigentlich wollte ich dich noch bitten, ob du das mit dem Kostüm übernimmst. Aber ich sehe schon. Na gut, ich mach's. Super, danke. Ja? Bin ich immer noch zu früh? Nein, komm rein. Ohne dich kann ich hier nicht mehr leben. Aber meine Eltern, meine Geschwister. Wenn du gehst, folge ich dir. Egal wie. Als blinder Passagier. Ich finde einen Weg. Wenn es sein muss, gehe ich bis ins Ende der Welt. Ich liebe dich. Sie küssen sich alle. Wieder nix. Das war's dann. Wir geben dir Bescheid. Deine Handynummer haben wir ja. Okay, bis dann. Eingebildeter Schleimer. Du meinst, wie alle anderen auch? Ist Schluss. Einer noch. Nummer 11. Ich bin also, von mir aus kann's losgehen. Lass mich mal. Aber du stehst doch gar nicht auf der Liste. Tut mir leid. Morgen schon? Du fliegst morgen schon? Ja, Roman. Aber was wird aus uns? Dass wir uns begegnet sind, das war ein Wunder. Das Tollste, was mir je passiert ist. Mir auch. Dann bleib hier, Vero. Für immer. Ich muss zurück. Aber ohne dich kann ich hier nicht mehr leben. Wenn du gehst, dann folge ich dir. Egal wie. Als blinder Passagier, ich finde einen Weg. Wenn es sein muss, dann gehe ich dafür bis ans Ende der Welt. Ich liebe dich, Vero. Ich liebe dich. Was ist das jetzt? Ich habe nämlich keine Lust mehr. Tja. Erzähl lieber mal, wie Timmas Castingkurs war. Soll ja echt heiß gewesen sein. Ach, das war bloß Schauspielerei. Bei Emmas Filmcasting. Fandest du das okay von mir? Meinst du, ich hätte die Rolle gekriegt? Bestimmt. Sein Kurs war echt gut. Deine auch. Hallo. Wenn alles steht, Blumen auf die Tische. Das war's. Ich geh mal hoch. Gucken, ob immer schon was herausgefunden hat. Ja. Klar, oder? Wir kommen klar. Bis später. Wir können dir helfen, kochen. Temba kann dir helfen. Ich muss zu Rasmus. Jetzt. Fallakten gucken. Ihr zwei schafft es doch alleine. Und dir macht das echt nichts aus? Ach, Quatsch. Ich helfe dir gerne. Wirklich? Du brauchst auf nichts schnippeln oder so. Das macht Emma.
Wo ist sie überhaupt? Die werden eingelocht, ganz sicher. Sophie und ich sitzen hier. Ja, allein. Nee, lass mal. Nee, tschüss. Tschüss, Rasmus. Was wollte er denn? Nichts, der spinnt. Du warst echt toll eben. Du auch. Ich finde dich immer toll. Also bei den Fällen. Und auch so. Ich dich auch. Echt? Willst du nicht rangehen? Und wenn es wichtig ist? Was soll denn jetzt noch wichtig sein? Unbekannt. Und wenn es doch wichtig ist? Was war denn? Nichts. Ach komm, zeig mal. Ein Geheimnis? Lieber Temba, was machen wir heute Abend? Bei mir chillen? Jenny. Ich kenne keine Jenny, echt. PS, dein Kuss gestern war der Hammer. Das ist ein Witz von Rasmus. Klar. Jetzt hör doch mal zu. Du brauchst mir nicht zu erklären, Timmer. Du kannst küssen, wie du willst. Oh, du musst los zu Jenny. Ihr wollt doch chillen. Und bilde dir bloß nicht ein, dass ich dich gut finde. Weißt du was? Dein Vater hat recht. Du bist echt eine richtige Zicke. Und damit eins klar ist, dich finde ich schon lange nicht mehr gut.